Falls du preiswerte Ultimate Team Münzen sowie PSN-Karten oder Microsoft Points kaufen möchtest, schau mal in die Beschreibung, dort findest du den Link zu meinem Sponsor MMOGA. Hallo Leute und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play FIFA 15 Ultimate Team mit mir, dem Simon von den Gamer Brothers. Und ja, ich habe hier ein sehr schickes Team für euch mit einem Silber-Inform aus dem aktuellen Team der Woche, den ich euch auch ja bereits in meinem Silber Team of the Week Pack Opening gezeigt habe, den Inform Mark Gonzalez, der müsste im Preis auch schon gesunken sein, ja. Oh nee, doch. Oh doch, hat sich doch noch gehalten auf 217.000. Dann geht das ja eigentlich. Ist sogar ein Stück gestiegen, okay, hätte ich nicht gedacht. Und ja, um den Ganzen ist das hier ein schönes Team. Den haben wir ja auch noch mit am Start. Der ist aber schon ein paar Wochen alt. Und ja, der ist auch relativ konstant geblieben. Ist auch ein recht cooler Innenverteidiger. Das Ganze, ja, ein Silber-Gold-Team. Das Witzige ist, was eigentlich ungeplant war, ist, dass man auf der rechten Seite wirklich alles Gold hat und auf der linken Seite alles Silber. Irgendwie ganz cool von der Optik her. Und ja, ich hatte hier erst noch die Seite mit McKay Steven Inform, den habe ich aber dann direkt wieder verkauft, weil ich finde, dass er seine 800.000 Münzen für einen Silberspieler einfach nicht wert war. Und so bin ich dann zu dem Team gekommen, was mir auch eigentlich ganz gut gefällt, außer der Stürmer, der ist halt wirklich nur chemietechnisch da. Chemietechnisch da. Wie auch immer ich das gerade ausgesprochen habe, egal. Ansonsten Pirlo für die Freistöße und Co., da ist er natürlich richtig gut. Und ja, mit dem kann man auch Online-Saison spielen. Und das Ganze möchte ich jetzt versuchen. Nicht wundern, ich habe momentan 4 Niederlagen in Serie. Ich habe ein bisschen was mit dem Bundesliga-Team probiert, auch eine Niederlage mit dem Team bekommen. Da läuft es momentan nicht so. Aber gegen Freunde habe ich das jetzt schon das ein oder andere Mal gespielt und da hat das Team echt gebockt. Gucken mal, dass der Gegner jetzt hier annimmt. Trikotte auch ausgewählt, wunderbar. Und dann hoffe ich mal, dass ich ihn besiegen kann. Ein 85er-Team, englische Liga. Und er hat Ronaldo im Sturm, krass. Ein Suarez und Messi als Sechser, okay, was auch immer er da versucht hat. De Gea dann noch im Tor als Inform, okay. Komisches Team auf jeden Fall. Macht auf jeden Fall einen geilen Eindruck. Und ich bin auch gespannt, wie ich den gegen den dann spielen kann. Das ist natürlich eine richtige Meisterleistung, die ich jetzt hier bringen muss. Gegen so ein krasses Team. Ronaldo habe ich auch. Ich habe ja momentan auch 8 Millionen Münzen, wie ihr es gesehen habt. Ich bereite mich ja intensiv aufs Team of the Year vor, was ja jetzt auch demnächst kommt. Und in der nächsten Pause muss ich dann hier einmal kurz mein Headset ausmachen. Da mache ich jetzt auch dann... Oh, kann ich noch gar nicht. Ich hoffe, da kann ich jetzt hier nicht einfach durchpacen. So, jetzt aber. So, muss ich sogar mittlerweile aufstehen für, weil ich meine Headset-Soundboard-Box weggestellt habe. Unter den Fernseher, damit die irgendwie nicht auf meinem Schreibtisch so viel Platz wegnimmt. Und, ja, dann gucke ich mal, wie ich das mit dem Silberteam hier reißen kann. Kandreva finde ich auch ganz cool, der hat relativ nice Longshots. Pirlo für die langen, weiten Pässe. Guck mal, also hier mit Gonzalez was reißen, der war aber ziemlich vorhersehbar, holt ihn aber zurück. Kandreva, Pirlo kann ich eigentlich, was Pässe in den Lauf geht, vergessen. So, der Pass auf Thielemann hat auch nicht funktioniert. Vorsicht, da ist er direkt mit Bale, der ist natürlich sauschnell. Aber Van Damme hat irgendwie 93 Physics oder so. Richtig nicer Spieler. Und der hat natürlich auch Ronaldo. Aber Vidal macht das. Jetzt mal Kandreva, langer Ball. Aber gar nicht so schlecht. Gonzalez hält ihn nochmal, aber Kandreva kommt schon. Kriegt er leider nicht. Boah. De Gea versucht es hier mal. Hat ja auch nur 7 Chemie. Vielleicht bringt mir das ja den einen oder anderen Vorteil, wobei ich da jetzt nicht so von wirklich ausgehen kann. Oh, Ramos. Der kommt, glaube ich, sogar. Nee. Ja, doch. Ramos. Wie heißt er jetzt? Genau. Gonzalez kann sich hier durchsetzen. Aber das hat leider nichts eingebracht. Und, nein, den wollte ich nicht spielen. Aber war gar nicht schlecht. Kandreva kommt da fast hin. So, also ist auf jeden Fall ein recht nices Team. Ich habe mich jetzt auch aufs Team of the Year natürlich vorbereitet, da den Großteil meines Vereins verkauft, um einfach da möglichst viele Packs für euch ziehen zu können. Jetzt erstmal Pirlo. Oh, okay, der Schussversuch. Geht noch nicht mal ins Tor aus, sondern dann ins Seiten aus. Auch geil. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das dann wird hier mit dem Team of the Year. Ich kann da jetzt auch noch nicht wirklich eine Prognose abgeben. Die werde ich dann für euch nochmal separat hochladen. So eine Team of the Year Prediction, wie sich das ja schön nennt. Vorsicht jetzt erstmal vor Ronaldo. Ja, spielt ihn schön raus zu Bale. Van Damme. Boah, wird hier vernascht. Bale ist natürlich auch zu beachten, aber da ist er irgendwie noch dazwischen gekommen. Gibt eine Ecke für den Gegner. Und man sieht es wahrscheinlich nicht. Natürlich sieht man das nicht. Ich habe Kontaktlinsen drin, denn ich war beim Sehtest und habe gemerkt, oder wir haben gemerkt, ich und meine Mutter und der Sehtestmensch. Ja, der Simon hat leichte Schwierigkeiten mit den Augen.
um das ein bisschen freundlich auszudrücken. Ich habe das schon immer so ein bisschen in der Schule gemerkt. So von wegen, ja, weite Distanzen sind dann... Oh, Castell, sehr schön. 1,96 groß der Torwart. Immer mal wieder in der Schule gemerkt, so ja, auf weite Distanz sieht es nicht so schick aus. Und dann am Ende ist es dann wirklich so geworden, dass ich, wenn ich in der Schule hinten sitze, was ich vorwiegend eigentlich tue, weil... Ist halt am witzigsten so. Ihr wisst, denke ich mal, was ich meine. Ihr seid ja alle selbst eigentlich im Schulalter. So von der Statistik her, die mir das sagt. Und das, was ich so auf Facebook von euren Bildern sehe, müsste das eigentlich hinkommen. Ja, ist das... Man sitzt halt gerne hinten, ne? Ist halt, denke ich mal, klar. Wird man nicht so häufig erwischt. Ist nicht so im Blickfeld des Lehrers. Man kann natürlich immer noch aufpassen. Aber wenn man dann nicht mal mehr vernünftig mitschreiben kann, weil man das, was auf der Tafel steht, nicht wirklich... Oh, sauber nicht drin. Nicht wirklich sieht, ist das natürlich sehr bitter. Und ich habe jetzt erstmal, also der Sehtest war vorgestern. Oh, da habe ich fast einen riesen Fehler gemacht. Oder war es gestern? Ne, der war gestern erst. Krass. War gestern erst. Und meine Mutter hat mir dann danach, also ich habe die Sehstärken, falls es jemanden interessiert, -1,25 und -1,0 auf dem anderen Auge. Also kurzsichtig. Oh, da hat er sogar fast reingemacht. Was hat denn sein DGA da veranstaltet? Krass. Und ja, auf weite Distanz geht halt nicht so viel. Auf nahe Distanz ist alles in Ordnung. Und die Brille wird es dann auch irgendwann geben. Meine Mutter hat mir dann aus dem DM für meine Sehstärken dann eben noch Kontaktlinsen mitgebracht, damit ich das ausprobieren kann. Und Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für eine Scheiße ist. Ich habe eine fucking Stunde daran gesessen, die irgendwie in meine Augen zu drücken. Das ist so irre. Da kann man eigentlich gar nichts gegen machen, weil das ein Reflex vom Körper ist. Oh, schöner Pall. Pall. Schöner Pass, wollte ich sagen. Thielemanns, ja. Hätte jetzt Forster-Skills drauf, bitte. Und man kann eigentlich nichts gegen machen, weil das ein Reflex vom Körper ist, den man nicht unterdrücken kann. Immer wenn du da an sein Auge rumfuchtelst, musst du einfach, oder musste ich zumindest, uns einfach immer, wie nennt man das? Wimpern. Blinzeln, genau. Musste ich halt immer blinzeln, was richtig bitter einfach und richtig nervig war, weil ich das nicht unterdrücken konnte. Und ich habe einfach die Kontaktlinsen nicht reinbekommen. Eine ist dann irgendwie, ups, nach 20 Minuten oder so durch Zufall reingegangen. Das war eigentlich relativ schnell. Aber ich habe dann fürs andere Auge, für mein linkes Auge, 40 Minuten gebraucht. Das war so irre. Dann rausnehmen ist alles easy. Heute Morgen habe ich das dann schon nochmal versucht und gestern Abend. Mittlerweile brauche ich so 15 Minuten. Das ist relativ schnell. Also 15 Minuten für beide insgesamt. Und ja, ich versuche aber natürlich, ich hole mir demnächst eine Brille. Ich gehe irgendwie zum Optiker. Und ich mache das dann, denke ich mal, so, dass wenn ich irgendwie... Ich benutze dann, wenn ich sie brauche, weil ich finde, eigentlich habe ich nicht so das Brillengesicht und irgendwie möchte ich auch nicht unbedingt eine Brille tragen. Nicht, weil mir das irgendwie peinlich ist oder so, das habe ich gar kein Problem mit. Ich bin jetzt auch nicht einer, der sagt, keiner darf erfahren, dass ich eine Brille habe, das sieht so schlimm aus oder so. Nur irgendwie finde ich, passt eine Brille einfach nicht zu mir. Das, keine Ahnung, ist irgendwie, es passt nicht in mein Gesicht rein, zumindest denke ich das. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, passt eine Brille zu Simon? Fragezeichen, antwortet jetzt mit Ja oder Nein. Ich finde auf jeden Fall nicht. Und deshalb habe ich mir jetzt erstmal hier Kontaktlinsen an den Start geholt. Ist jetzt auch heute eigentlich unnötig. Ich trage die nur, um zu üben, beziehungsweise das Gefühl zu kriegen, wenn man die drin hat, ne? Denke ich mal, ihr wisst ungefähr, was ich meine. So, jetzt brauchen tue ich die eigentlich nicht, weil ich war heute den ganzen Tag zu Hause, weil Regen und nichts zu tun und Mathe-Klausur und natürlich auch vor euch aufnehmen. Und so hat sich das heute einfach mal angeboten, die Nummer auszuprobieren. Beim Fernsehen gucken ist das ein kleiner Vorteil. Wenn ich aus dem Fenster gucke, ist das auch richtig heftig, weil die ganzen Häuser aus meiner Verwandtschaft sehen einfach komplett anders aus. Beziehungsweise einfach mal scharf. Ist schon ein Unterschied. Auch als ich gerade mit meinem Hund raus war, war das schon irgendwie krass. Dass einfach man auf einmal Nummernschilder über eine riesige Distanz lesen konnte. Also es war schon irgendwie ein Stück auch verstörend, wie... Weil man sich das irgendwie nicht vorstellen kann, dass man vorher die ganze Zeit irgendwie nicht das volle Potenzial aus seinen Augen rausholen konnte. Irgendwie ganz komisch. Und naja, auf jeden Fall so viel zum dem Thema. Ich versuche mich jetzt mal wieder ein bisschen mehr aufs Spiel zu konzentrieren. Hier mit Ramos. Mein Gonzales mitnehmen, der Pass war aber scheiße. Gonzales ist halt wirklich hart die Chemieruhe. Er kann eigentlich nicht wirklich viel. Und naja, das ist halt ein bisschen schade. Aber, ja, jetzt mal mit Candreva. Den hat er irgendwie geahnt. Den hat er irgendwie ziemlich schnell geahnt, was ich machen will. Oh, jetzt hat er hier Ronaldo. Aber Vertonghen hat er irgendwie so Ronaldo bearbeitet, dass es kein Foul war und dass Ronaldo den Ball nicht wirklich kontrollieren konnte. Jetzt nochmal mit Ramos. Ich versuche jetzt hier einfach mal durchzugehen. Das Tempo hat er, ja. Funktioniert aber leider nicht. Irgendwie weiß ich nicht, komme ich mit dem nicht klar. Auch wenn der viel Tempo hat, auch wenn der Forster-Skills hat. Jetzt ist erstmal Halbzeit.
Keine Ahnung, ich kann mit dem irgendwie nicht viel anfangen. Und dafür, dass ich gegen Ronaldo, Messi und Co. spiele, bin ich mit dem 0-0 erstmal so weit zufrieden. Also, der hat jetzt keine. Ja, doch, die eine Chance war relativ groß, aber sonst war jetzt nichts dabei, wo man sagen könnte: Okay, man sieht, dass der Gegner hier das krasse, harte Team am Start hat. Vor allem, weil ich sowieso irgendwie Suarez und Messi als ZM. Irgendwie sehr komisch, keine Ahnung. Wird schon wissen, was er da macht. André war irgendwie zum Ball gekommen. Oh, Ramos kriegt er den, ja. Ramos, González, der hat auch einen guten Schuss. Oh, er war aber abgefälscht, oder? Ja, wollte schon sagen. Ist so relativ vergleichbar mit Podolski, nur dass er Four-Star-Skills hat und deutlich mehr Tempo. Weil, der hat wirklich einen richtig krassen Schuss. Und da kommt Van Damme hin, kann ich mal direkt versuchen, Van Damme. Kein schlechter Versuch, der ist halt ein richtiger Brocken. Der ist 1,93 groß, 93 Physical oder so. Richtig der kranke Typ. So, einfach nochmal versuchen. Van Damme. Ja, mit dem rechten auch nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, ob der rechts oder links Fuß ist. Hätte ich mir vielleicht mal vorher durchlesen müssen. Hätte ich mich mal schlau machen müssen, bevor ich den Trick da versuche. Nach der Ecke. Aber war zweimal jetzt zumindest nicht ungefährlich. So, da ist Vidal. Macht auch einen sehr guten Part. Thielemans kennt ihr, denke ich mal, alle aus Karrieremodus. War einfach richtig krasser Spieler. Wollen wir mal überlegen, ob ich mir den in irgendeiner Karriere mal hole. So, da ist jetzt González. Irgendwie auf den linken legen, hat nicht funktioniert. Vom rechten ist er nicht ganz so stark. Ich glaube, der hat 3 Sterne schwacher Fuß, wenn ich mich nicht täusche. So, Bale jetzt mal. Langer Ball. Vertonghen steht wirklich hinten sicher. Ganz klar sagen. So, Pirlo könnte jetzt mal hier so einen Zuckerball spielen. Genau so einen wollte ich haben. Ramos kommt aber leider nicht hin. Schade. So, aber Kandreva holt ihn nochmal. Und der Hackenpass auf Pirlo hat nicht funktioniert. Und jetzt ist der Gegner im Angriff mit Ronaldo und Neymar. Vorsicht. Vertonghen. Vertonghen. Neymar ist natürlich richtig schnell. Und das war gut von Caballé. Caballe? Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Irgendwie mein Inform-Innenverteidiger aus Belgien auf jeden Fall. Oh, das war gut von Walker. Komm, Chrissy nochmal. Oh, Vorsicht. So, Walker, sehr schön. Jetzt Konter. Mit Ramos. Und González vorbeilegen hat nicht funktioniert, verdammt. Dani Alves. Oh, Vorteil läuft. Bale. Oh, Bale. Oh, was war das? Walker. Aber Castells, sehr schön. 1,96, wobei das in dem Fall, glaube ich, egal war. Musste einfach nur stehen bleiben. So, Thielemans. Oder spricht man den Exhaust? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sehr schön hier. Mit González. Oh, was macht der? Ich wollte eine Balltäuschung machen. Er passt ihn einfach ins Aus. Oh, bitte. Habe ich vergessen, irgendwie Viereck noch schnell vorher zu drücken. Ich wollte eigentlich eine Schusstäuschung machen. Bitte. So. Jetzt Vorsicht. Van Damme. Wunderschöne Grätsche. Aufpassen natürlich. Bale. Oh, wunderbar von Cabasele. So heißt er. Van Damme. Ja, einmal die Linie runter. Hat nicht funktioniert. Vielleicht kriege ich ihn nochmal. Nee, Suarez mit Modric. Vidal muss aufpassen, der ist ziemlich knapp vor Rot. Jetzt Modric und Tor. Kurze Ecke, ja, die bleibt weiter in OP. Und dann hat er da wirklich Ronaldo, Bale, Ramos, Neymar und schlag mich tot. Habe ich irgendwann vergessen, Messi auch noch. Und dann macht's Modric. Suarez mit der Vorlage. Ah, verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Würde hier gerne noch den Ausgleich schaffen, weil ich ihn eigentlich auch verdient habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe hier nicht so schlecht gespielt. Oh, Van Damme. Oh, der Pass war gut. González. González. Schussversuch mit rechts. Nicht schlecht. De Gea kann ihn nur abklatschen. Ich hoffe, der geht ins Aus. Nein, geht er natürlich nicht. Verdammt. So, wer auch immer das da war. Oh, Walker. Holt ihn sich hier. Nein. Doch, Walker bleibt am Ball. Pirlo, wunderbar. Kandreva. Nein. Verdammt. Oh, Vorsicht. Jetzt ist er wieder im Konter. Er ist natürlich kontermäßig. Richtig gut dabei, weil er so super schnelle Spieler hat. Ah, das musste abseits gewesen sein, ja. Zeigt er an. Pfeift er auch. Richtig hinsetzen hier. Geht ja jetzt in die heiße Phase des Spiels. Ich stelle mal auf. Ah, sehr offensiv ist mir zu riskant, weil dann kriege ich ratzefatz das 0-2. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, Van Damme. Das war gut. Thielemans. González, Mann, Longshot. Ne, kommt er gar nicht zum Schuss. Und jetzt hat er wieder so eine Kontermöglichkeit mit Modric. Boah, Pirlo kommt da hinterher wieder, ey. Sehr schön. Jetzt mit Thielemans. Na, er steht hinten natürlich gut. Oh, nein, da komme ich nicht hin. Verdammt.
Oh, jetzt hat er den Konter mit Bale und Ronaldo. Aber Vidal macht das heute echt nicht schlecht. Candreva. Und Gonzales. Ramos läuft. Longshot-Versuch wieder auf rechts. Ah, De Gea. Könnte an der nicht vollen Chemie liegen, dass er da den ein oder anderen abprallt. Was war das von Walker? Ich hoffe, da kommt er noch hin. Ja, tatsächlich. Sehr schön geklärt. Einmal rüber zu Van Damme. Oh, was ein Pass. Egal. Bale konnte ihn nicht verwerten. Ist ja alles gut. So, Candreva. Das hat er schön gemacht. Vidal. Jetzt mit... Nein, er läuft ihm direkt in die Füße. Verdammt. Oh, Candreva. Candreva, Longshot-Versuch. Candreva, Ramos, Abpraller vielleicht. Irgendwie, nein. Weiterhin dranbleiben. Ich stellte jetzt auf sehr offensiv. Ronaldo mit dem Konter. Die Grätsche kommt. Ach, er pfeift es ab. Schade. Dachte, ich treffe vielleicht den Ball. So, Ronaldo. Was auch immer das sein sollte. Vidal auf Gonzales. Mit Ramos zusammen. Jetzt vielleicht die Lücke für Candreva. Komm schon. Ah, nee. Da gut gemacht mit dem Verteidiger. Ich weiß gar nicht, wen er links hinten hat. Ganze Zeit irgendwie, ich glaube, Alba, wenn ich mich nicht täusche. Und Neymar mit Messi zusammen. Von dem wir irgendwie noch gar nichts so sehen. Ronaldo. Jetzt bin ich hier mit dem Verteidiger rausgerückt. Das ist gefährlich. Van Damme gegen Bale. Bale bleibt am Ball. Oh, das macht er stark. Richtig gute Grätsche von Vertonghen. Kein Elfmeter. Und der Konter mit Thielemans. Ja, wunderbar. So muss das sein. Gonzales. Ja, nein, und dann lege ich ihn mit zu weit vor. Und Dani Alves kommt da locker hinterher. So, kriege ich die Ecke. Nein, es gibt Abstoß. 89 Minuten gespielt. Das ist ein knappes Ding. Das läuft eigentlich ganz gut mit dem Team. Aber ich kriege den finalen Abschluss nicht hin. Jetzt nochmal alles nach vorne werfen. Werfen natürlich. So, Candreva rüber zu Thielemans. Läuft da jetzt außen einer? Nein, nicht wirklich. Pirlo, der Ball ist weg. Der Ball ist weg. Jetzt könnte es auch schon vorbei sein. Vidal nochmal mit einer starken Grätsche. Er kriegt den Freistoß dafür. Ich fasse es nicht. Ich habe nur den Ball getroffen. Krass. Okay. Warum auch immer das Freistoß gegeben hat. Jetzt hat er hier den Chance für den Todesstoß. Ronaldo macht das 0-2. Verdammt, was eine Scheiße, ey. Oh, ist das unverdient. Also dafür, dass der Gegner so ein krasses Team hat, hat er wirklich krass schlecht gespielt, finde ich. Also da ist wirklich nicht viel zustande gekommen. Gut, dann mit Ronaldo durchlaufen und schießen. Das kann ich auch. Herzlichen Glückwunsch dafür auf jeden Fall. Schade. Ich dachte, ich könnte mit dem Team auch was zeigen, aber es ist irgendwie immer so, wenn man mit einem Silberteam spielt oder mit einem Silber-Gold-Team, dann kriegt man immer direkt solche Teams, kann man nichts machen. Oder am besten noch Barclays Premier League mit durchschnittlich 98 Pace. Gut, so ist das dann am Ende geendet. 0-2, schade. Ich hoffe, das Team hat euch trotzdem gefallen. Ab und zu hat es ja auch gezeigt, dass es was kann. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut da rein und macht's gut. Tschüss.